Hi, zum Teil 3 aus der Schlafzimmerei. Klingt doch irgendwie lustig, oder? Warum mache ich das hier eigentlich? Warum zeige ich euch, wie ich mein Schlafzimmer saniere? Der Hauptgrund ist nicht, weil ich euch das gerne zeigen will, sondern das dient für mich als Experiment, beziehungsweise möchte ich einfach nur mich in der Videoqualität verbessern, was meine zukünftigen Videos betrifft, wenn ich meine Projekte außen, das Kaninchengehege, das Baumhaus, die anderen tollen Sachen. Weil ihr müsst wissen, das ist immer extrem zeitaufwendig, so ein Projekt halt komplett umzusetzen. Bei diesem Schlafzimmer sind ja mehrere Wochen vergangen insgesamt und ich habe das, was bisher jetzt hier so entstanden ist, in 2 Videos gepackt, die insgesamt, glaube ich, nicht mal oder gerade so 45 Minuten Zeit beinhalten. Und selbst das finde ich noch teilweise zu lang. Mein Ziel ist es, möglichst viele Informationen in möglichst kurzer Zeit in ein Video zu packen. Also zusammengefasst möchte ich euch jetzt einfach sagen, wenn ihr diese 2 Videos oder 3 Videos gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung meine zukünftigen Bauvideos gehen werden. Im Hintergrund konntet ihr jetzt schon ein Möbelstück sehen. Es steht schon eine Weile hier drin. Wir haben jetzt mehrfach schon hier übernachtet. Das mit dem Beamer ist das, was mir so spontan eingefallen ist, als ich das gebaut habe, dass ich diesen Raum nicht nur als Schlafzimmer nutzen könnte, sondern gleichzeitig als Privatkino. Klar, es ist jetzt kein Kinoformat, 2x1,50 Meter, aber auf jeden Fall größer als mein Fernseher. Ich kann euch schon mal sagen, das mit dem Beamer, das ist so ein Wagnis gewesen, weil dieser Beamer kostet keine 200 Euro, also 189 glaube ich war es. Und ja, war allerdings gut bewertet. Ich habe ihn bei Amazon bestellt. Wer sich dafür interessiert, ich werde das hier unten verlinken und kann euch schon mal sagen, das Teil ist richtig spitze. Also wirklich, für das Geld hätte ich niemals gedacht, dass man so eine gute Beamqualität in dieser Lichtstärke an eine Wand, die gerade mal 2,50 Meter Abstand zum Beamer hat, projizieren kann. Da ich ja aber an dieser Wand ein Airbrush-Bild hin airbrushen möchte, kommt das ja in Konflikt mit diesem Beamer. Deswegen habe ich noch so eine Leinwand gekauft. Die wird hier oben montiert und den kann man dann so ausfahren. Verlinke ich auch hier unten. Die habe ich allerdings noch nicht angebaut, weil die, wenn man die auspackt, etwas stark riecht. Das konnte ich schon den Kundenrezensionen entnehmen, dass diese Leinwand am Anfang etwas riecht. Diesmal werde ich gleich am Anfang sagen, was ich jetzt alles umsetze. Und dann könnt ihr anschließend wieder im Schnelldurchlauf sehen, wie die ganzen Sachen verwirklicht werden. Also Baustelle wird jetzt hier dieser begehbare Kleiderschrank sein, in diesem Bereich, ungefähr bis, ich schätze mal, da. Ja, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schlecht vorstellen, aber da kommt ein begehbarer Kleiderschrank hin. Relativ einfach gebaut, ich mache da keine großen Experimente. An diese Wand kommen Regale dran und dann kommt hier eine Wand am Eingangsbereich mit Tür. Deswegen hängen hier die Kabel, denn dieses Kabel ist für das Licht, was dann hier noch eingebaut werden muss. Da hat leider Bauhaus wieder mal Scheiße gebaut, weil auf den Strahlern stand ein anderes Maß außen auf der Verpackung von dieser Fräsung, als letztlich die Strahler als Durchmesser haben. Jetzt muss ich passende Strahler finden oder irgendeine Alternative, weil die ich gekauft habe, die rutschen durch. Grundsätzlich muss ich hier oben noch den Spalt von Wand zu Decke noch mit einer Acrylfuge verschließen. Da wird einfach weißes Acryl reingemacht. Die Infrarotheizung ist übrigens auch schon dran, habe ich fast vergessen. Das ist dasselbe Teil, was ich da drüben im Wohnzimmer habe mit 1000 Watt und Thermostat. Das heißt, dieses kann ich einstellen, dass dieser Raum immer 17 Grad Temperatur haben soll. Und das funktioniert tadellos. Jetzt ist es gerade aus. Ja, und wenn halt die Temperatur unterschritten wird, glaube ich um 2 Grad maximal, dann springt das Ding an und es gibt eine richtige wollige Wärme. So, also hier müssen jetzt überall noch die Silikonfugen gemacht werden. Hier fehlt noch ein Fensterbrett. Das werde ich auch aus diesen Fliesen machen, die ich im Bad verwendet habe. Und ansonsten habe ich noch, ach hier ist eine Kamera zur Überwachung fürs Bett, damit ich immer von da drüben sehen kann, was hier passiert. Das ist natürlich ein Baby-Dings da. Also wenn meine kleine Tochter hier mit schläft, weil das Kinderzimmer ist noch nicht fertig, können wir von hier aus gucken, ob alles in Ordnung ist. Dann viel Spaß beim Angucken und wir sehen uns. Ciao, bis zum nächsten Video, sagt euer Jörg.
Das Schwierigste an diesem Kleiderschrank ist aus meiner Sicht die Tür. Denn so ein maßgeschneiderter Kleiderschrank, da gibt es meistens keine passenden Türen zu kaufen. Ich habe mir auch gar nicht die Mühe gemacht, danach zu suchen. Bin dann im Bauhaus gewesen und habe dann einfach mal geschaut, was gibt es denn hier so für Zubehör und habe mir dann halt meine eigene Schiebetür kreiert. Und mein fettes Grinsen im Gesicht lässt vermuten, dass mir das Projekt Schiebetür gelungen ist. Vielleicht will ja irgendwann mal einer von euch auch eine Schiebetür bauen, deswegen gehe ich jetzt mal näher auf dieses Detail ein. Allein dieses Brett, 60 cm breit, 2 Meter lang, hat 30 Euro gekostet. Allerdings ist das spezielles Holz, ich vermute mal entweder Wehmutkiefer oder Pappelholz, ich weiß es nicht, auf jeden Fall total leicht. Als nächstes habe ich mir noch solche U-Profile gekauft. Ja, ich habe einmal zwei mitgenommen, deswegen habe ich jetzt eins übrig. Dieses U-Profil funktioniert perfekt für eine Laufschiene, wo halt eine Rolle da drin sich bewegen kann. Die Rollen kann man jetzt zwar jetzt hier nicht mehr erkennen, aber an einer anderen Stelle habe ich die auch verbaut. Also hier seht ihr noch dieses von den Rollen halt, und hier oben drin ist jetzt das U-Profil reingeschraubt. Das habe ich noch mittels Winkel so halt stabilisiert, weil aufgrund der Länge würde das U-Profil durchhängen, wenn man das nur hier und hier festschraubt. Man kann das nicht mittig festschrauben, weil innen drin die Rolle läuft, und deswegen bleibt einem nur die Möglichkeit, rechts und links Schrauben reinzudrehen. Hier habe ich zu dick gebohrt, deswegen habe ich hier nochmal neu gebohrt. Nicht wundern, das ist ganz normal. Allerdings werde ich hier oben noch eine Holzblende dran machen, dann sieht man das Ganze gar nicht mehr. Jetzt kann man hier sehen, zwischen diesem Profil und dem äußeren Bereich ist minimal Luft. Die Tür hat halt Spiel. Gerade so, das hat zum Glück gepasst. Unten habe ich jetzt hier diese Rollen, die auch oben dran sind, angeschraubt als Zwangsführung. Ja, wenn man das jetzt hier zieht, kann die Tür nicht herumklappern. Das geht perfekt auf und zu. Der Holzrahmen ist notwendig, damit man das hier vorne noch verkleiden kann. Sonst wäre das hier alles offen. Ich muss ja auch irgendwo die Gipskartonplatten hier festschrauben. Und deswegen habe ich hier nochmal einen Holzrahmen davor gesetzt. Einmal außen und einmal innen. Da ich jetzt keinen Griff hatte, der weit genug rausgeht, habe ich mir jetzt hier erstmal selber eingebaut. Die Hülsen hatte ich mal irgendwo mitgenommen. Die wollte jemand wegschmeißen. Und das ist jetzt einfach ein Stückchen Holz, was ich jetzt passend gesägt und geschliffen habe. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier an der Seite, da werde ich noch ein Holz machen, wo eine Nut entlang läuft, wo das Brett von der Tür exakt reinpasst. Aber das sind dann Details, die mache ich dann ganz zum Schluss. Die Winkel, die ich zu Beginn hier angeschraubt habe, sind exakt auf die Ständerprofile hinter diesem Gipskarton befestigt. Somit hält das, denke ich mal, einiges aus. Da kommen halt jetzt noch diese Möbelholzplatten drauf. Das sind dann einfach so Regale, wo man halt T-Shirts, Pullover, Hosen, alles Mögliche reintun kann. Auf der anderen Seite kommt eine Kleiderstange rein. Die habe ich jetzt auch schon gekauft. So sieht die aus. Keine Ahnung, was die gekostet hat. Ich gucke immer nicht so auf den Preis, weil wenn ich es brauche, brauche ich es. Man könnte das vielleicht aus Holz selber bauen, aber ich wollte irgendwas ganz Stabiles haben, weil ich habe 1,60 Meter Distanz und deswegen habe ich mir jetzt so eine Metallschiene gekauft. Wenn dann diese Kleiderstange ungefähr auf der Höhe ist, dann habe ich unten drunter noch Platz, um vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Kartons oder Plastikbehälter mit irgendwelchen Sachen, die man nicht so oft braucht, drunter zu schieben. Und oberhalb der Kleiderstange werde ich dann noch ein Regal bauen. Das muss ich allerdings ja dann hier an dieser Wand befestigen. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Also erstmal den ganzen Gipskarton dran bauen und die Elektrik so ein bisschen einbauen. Ja, dann kann ich die Regalböden drauf bauen. Und dann neigt sich das Ganze schon dem Ende. Klar, das Verspachteln nimmt nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch und das Streichen. Die Kosten kann ich euch auch schon nennen, denn ich glaube, ich habe alles schon da, was ich brauche, um den Kleiderschrank fertigzustellen. So Pi mal Daumen sind es 250 bis 300 Euro Materialkosten, inklusive der Tür, Elektrik, Regalböden, alles dabei. Und ich denke, 300 Euro für so einen Riesenschrank, begehbar mit Licht drin und sowas, ja, so einer coolen Schiebetür, das kriegt man einfach nicht zu kaufen. Und das Coole daran ist, sowas selber zu bauen, das ist einfach ein Mehrwert, der ist sowieso unbezahlbar. Viel Spaß bei den weiteren Aufnahmen.
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Seven songs.
So, ich denke, das reicht. Den Rest kann dann meine Freundin machen, die Regale noch ein bisschen abwischen. Ja, ich bin fertig. Also, es ging schneller, als ich dachte. Was ja äußerst selten bei mir vorkommt. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, wie viele Tage ich jetzt gesamt gebraucht habe, weil ich habe zwischendurch mal wieder ein paar andere Dinge erledigt. Aber ich glaube, insgesamt sind 3 Tage Zeit draufgegangen. Also ich meine, ein paar kleine Details fehlen noch. Außen die Silikonfuge und so habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das mache ich alles dann. Ich habe jetzt nichts weiter dazu gesagt. Das ist alles so in meinem Kopf entstanden. Während ich gebaut habe, habe ich mir überlegt, wie ich das hier mit den Regalen mache. Ja, und das ist jetzt das Resultat. So sieht das aus. Ja, hier oben eine 40 cm tiefe Regalplatte, die habe ich jetzt hier verlängert, damit es ein bisschen abschließt. Und hier hinten sind die Regalböden 30 cm in der Tiefe und anschließend 1,60 m lang, jeweils 4 Böden 40 cm tief. Ja, und ich denke, es sieht ganz ordentlich aus. Also, ich bin durchaus zufrieden, meiner Freundin gefällt es auch und das ist die Hauptsache. Hier an der Tür, den Spalt muss ich noch verkleiden, dann mache ich noch so eine Blende davor. Und auf der anderen Seite, ja, das ist das, was auch noch fehlt, kommt dann auch noch aus Holz, so mit einer Nut, wo dann die Tür, ja, die jetzt richtig cool, kann man hier so zumachen, zack. Und dann soll die in dieser Nut enden, so dass das halt richtig bündig schließt, wobei die auch so bündig anliegt. Ja, das ist Maßarbeit. Ich habe ja gedacht, die Farbe reicht nicht, die war äußerst knapp. Hier draußen hätte es ruhig ein bisschen mehr sein können, aber ich glaube, das ist weiß genug, das kann ich so lassen. Ja, hier oben, das meinte ich vorhin mit der Silikonfuge, das muss ich überall ringsherum noch machen. Aber ich werde das in einem Teil 4 Video machen, denn ich habe mir so überlegt, dieses Kleiderschrankprojekt ist eigentlich ein Projekt für sich und der Rest wird dann nochmal relativ umfangreich. Denn ich möchte noch ein bisschen das Ganze dekorativ gestalten. Da hatte ich ja schon angekündigt, dass ein Airbrush-Bild auf die Wand gegenüber von meinem Beamer kommt. Also hier ist der Beamer und da drüben soll dann halt ein richtig cooles Airbrush-Bild. Und dann kommt dann halt hier oben noch eine Beamer-Leinwand dran. Den Beamer habe ich übrigens nochmal, da hatte ich ein neues Regal gekauft. Das habe ich jetzt mittig übers Bett montiert. Und jetzt denke ich, passt das von der Größe von dem Regal. Ich hatte da schon einen Kommentar. Da stand drin sinngemäß Fernseher im Schlafzimmer. Das geht gar nicht oder so. Ja, oder traurig oder so stand da. Ja, der Fernseher, der noch hier hinten hinkommt, in die Ecke, der ist dann nicht nur zum Fernseher gucken gedacht, sondern auch mit meinem Computer verbunden, sodass ich dann von hier aus auch YouTube-Videos gucken kann. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Denn ich habe ja 2 Kinder und hier kann man richtig cool sozusagen Abende verbringen und auch DVDs gucken oder irgendwelche Kinoabende halt. So war der Plan. Also lasst euch überraschen. Wir sehen uns spätestens im Teil 4. Bis dahin, ciao, sagt Jörg.